Ob Fragen zur Stromrechnung, Heizungstausch oder Fragen rund um Photovoltaikanlagen, die Energieberater im Bundesland Salzburg stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Also die Energieberatung im Bundesland ist ein Netzwerk, das von drei sehr starken regionalen Partnern getragen wird. Diesmal das Land Salzburg, die Wirtschaftskammer Salzburg zum Teil und die Salzburg AG. Das Netzwerk besteht einerseits aus dem Umweltservice Salzburg, hier geht es um Unternehmen, der Energieberatung Salzburg, da geht es vor allem um Haushalte, und die Energieberatung der Salzburg AG, die mit beiden Einrichtungen verzahnt ist. Und da geht es um die Kunden der Salzburg AG, das sind sowohl Haushalte wie auch Unternehmen. Der Job als Energieberater oder Beraterin kann sowohl nebenberuflich als auch hauptberuflich ausgeübt werden. Vor allem Beratungen für Haushalte werden von der Energieberatung der Salzburg AG im Rahmen der Energieberatung Salzburg durchgeführt. Aber auch Firmen, Gemeinden oder Institutionen sind hier an der richtigen Adresse. Und zwar für Ihre Gebäude und Standorte, die im Bundesland Salzburg sich befinden. Das heißt, ein jeder, der Fragen hat zur schlauen Nutzung von Energie oder zur Erzeugung von Energie, ist bei uns genau richtig. Da geht es um Gebäudehülle, da geht es um Wärmedämmung, da geht es um Heizung, da geht es aber auch um Stromanwendung und Erzeugung von Strom und natürlich immer mehr Mobilität, Elektromobilität. Und ohne Förderung geht ja gar nicht. Lisa Reischl ist Energieberaterin bei der Salzburg AG. Sie versucht den Kunden bei allen Problemen und Fragen rund ums Energiesparen zu helfen. Meine hauptsächliche Aufgabe oder mein Schwerpunkt letztes Jahr bei der Energieberatung war die digitale Energieberatung. Das heißt, wir haben uns sehr stark, auch wegen Corona, überlegt, wie können wir mit dem Kunden kommunizieren, ohne bei ihm vor Ort zu sein. Da haben wir zum einen das Thema Live-Chat. Das heißt, ich betreue auch den Live-Chat der Salzburg AG auf der Webseite. Da kann man Kundenanfragen relativ einfach und schnell via Chat beantworten. Der Kunde kann natürlich eine E-Mail schicken, der Kunde kann anrufen, der Kunde kann via Live-Chat einen Termin mit uns vereinbaren. Was es aber auch gibt, ist eine Energieberatung via Sprachassistent, also via Alexa oder via Google Assist. Hier wird dem Kunden geholfen, wenn er einen Mehrverbrauch hat. Da gibt es die verschiedensten Gründe, warum es zu einem Mehrverbrauch kommen kann, aber auch hilfreiche Tipps und Tricks, wie man in seinem Zuhause Energie sparen kann. Bei der klassischen Energieberatung kommt der Energieberater zum Kunden nach Hause, um den Ist-Zustand aufzunehmen und um Lösungen für die Probleme oder Fragen des Kunden zu finden. Vom Heizungstausch bis hin zur Wärmedämmung. Also ein großes Thema, das schon seit einigen Jahren stark am Kommen ist und immer weiter steigend ist, ist die Photovoltaikanlage. Zusätzlich natürlich auch immer Sanierungen, Anbauten, Zubauten im Einfamilienhaus. Das sind eigentlich so die zwei großen Themen, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen. Der wichtigste Tipp von meiner Seite ist eigentlich regelmäßig, dass man den Strom- und den Wärmezähler kontrollieren sollte, damit man einfach frühzeitig erkennt, wenn in der Wohnung oder im Haus irgendwas passiert, wenn sich der Energieverbrauch irgendwie vermehrt. Das Schlimmste für einen Energieberater ist, wenn er zu einem Kunden kommt und eigentlich nicht genau weiß, wann dieser Mehrverbrauch stattgefunden hat oder seit wann eigentlich dieser Mehrverbrauch im Haus ist. Von daher, das ist einer von den wichtigsten Tipps, einfach regelmäßig den Verbrauch kontrollieren. Also unser Slogan, denke ich, drückt sehr gut aus, unabhängig, objektiv und produktneutral. Das heißt, die Beratung orientiert sich an den Bedürfnissen des Kunden, an seinen Möglichkeiten, erhält also mehrere Varianten mit den verbundenen Vorteilen und Nachteilen. Die Beratung ist aber auch völlig frei von Verkaufsinteressen und wiederum hinter der Beratung stehen die drei starken regionalen Partner mit ihrer regionalen Verantwortung. Und letztlich, das Angebot gibt es zum Teil schon seit den 90er Jahren mit einer hohen Zustimmung, mit einer hohen Kundenzufriedenheit und auch vielen Weiterempfehlungen. Man denkt, das ist ein Qualitätssiegel für die Energieberatung. Energieberaterin ist eigentlich ein total cooler Job, weil es ist total vielseitig. Man ist beim Kunden vor Ort, man kann die Kunden helfen und man tut auch noch was für die Umwelt. Also man hilft einfach dem Kunden, Energie zu sparen und das ist eigentlich das, was mich motiviert. Wenn Sie sich für Tipps rund um die Themen Energiesparen interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Interessieren Sie sich für einen Job als Energieberater? Dann klicken Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.